Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Set von Linko, und zwar die Connection Blocks 68231 der High Sneaker. Aber bevor wir zum Set kommen, möchte ich mal noch zwei Sachen ansprechen. Einmal habe ich ein neues Mikrofon, ihr könnt gerne mal schreiben, wie es sich von der Qualität so verhält. Das alte ist leider kaputt gegangen, deshalb ist dieses Video auch relativ kurzfristig hier entstanden. Und ich habe dann halt nicht nochmal das alte nochmal gekauft, weil wenn ein Mikrofon nach 3-4 Monaten kaputt geht, kann irgendwo nicht sein. Wollte ich dann nicht nochmal, habe halt nochmal ein anderes gekauft und muss jetzt erstmal schauen, wie das Ganze qualitätsmäßig dann ausgeht. Und ich habe noch die zweite Sache, und zwar seht ihr ja hier das Logo von Linko. Und das ist sehr, sehr stark angelehnt an das Logo von Lego. Und da sind wir uns, denke ich, einfach einig. Genau wie diese Seite hier, die auch sehr angelehnt ist an diese Du bist fertig Seite von Lego, wo eben dann das Set vollständig nochmal ist und dann so mit Stern hinterlegt wird. Ich finde solche Anbiederungen an Lego einfach unnötig und es bringt meiner Meinung nach auch überhaupt keinen Vorteil, aber nur Ärger. Aber was meint ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich zeige euch das Set trotzdem gern, weil ja diese Steinchen hier nichts mit Lego-Steinchen zu tun haben. Etwas anderes ist es beim Schuh an sich, weil man könnte auch sagen, dass es hier ein Fake eines Nike Air Jordan 1 ist, beziehungsweise ein unlizenziertes Set, was diesen darstellen soll. Aber mehr als die Farben und das grobe Muster haben die nicht gemeinsam. Das kann auch eine Doppelschöpfung irgendwo sein und die Farbkombo an den Seiten ist zum Beispiel auch ganz anders. Also hier ist so ein Fake-Vorwurf beziehungsweise so ein unlizenziertes Set, was den Schuh nachmachen soll, meines Erachtens nicht berechtigt. Wo wir jetzt über diese Sachen geredet haben, kommen wir doch endlich zum Set und kurz noch zu der Verpackung. Die ist jetzt nicht wirklich spektakulär, viel chinesische Schriftzeichen, nichts wirklich Wichtiges. Nur wichtig ist, wir haben hier 410 Steinchen, es sind diese Connection Blocks, die eben wieder die Riefen an der Seite haben. Und hier sehen wir nochmal die Abmessungen vom Schuh, und zwar ist er 52 mm breit, 122 mm lang und 74 mm hoch laut der Verpackung. Und hier haben wir nochmal die Abmessungen von den Steinen, die kennt ihr ja sowieso schon. Und kennt ihr noch das Minion von Linko? Das Minion aus Connection Blocks? Diese wirklich schreckliche Erfahrung damals. Aber ich gebe ja Herstellern grundsätzlich eine zweite Chance und bin gespannt, wie sich vor allem die Qualität der Connection Blocks dieses Mal hier schlägt. Bei Minion hat man sich ja damals die Finger wund gedrückt und der Bau hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil die Steine viel zu stark waren und die Verzahnungen nicht wirklich gepasst haben und man es deshalb verdrücken musste und pressen musste. Und wir erinnern uns mal nicht dran. Hoffen wir einfach mal, dass sich Linko in der Zeit zu diesem Schuh hier ein Stückchen verbessert hat. Ich mache jetzt auf jeden Fall das Ganze auf und wir gucken uns gleich mal die Anleitung zusammen an. Und die Anleitung ist wieder eine sehr billige Aufhaltanleitung. Ja, die Darstellungen sehen an und für sich okay aus, man kann auch danach bauen, aber es ist natürlich nichts sehr Hochwertiges. Wir sind das aber von den Diamond Blocks und eben auch von den Connection Blocks sowieso schon so gewöhnt. Insgesamt haben wir 18 Bauschritte. Man baut wieder immer in den Ebenen, wie es auch bei Diamond Blocks ist. Und das, was schon gebaut wurde, ist vollkommen ausgegraut dargestellt und der Rest eben in Vollfarbe. Und für die Leute, die das Video zum Minion noch nicht kennen, das sind ja die Steinchen. Und die Besonderheit sind eben diese Riefen hier, sodass man auch Steine, ohne sie auf die Noppen zu setzen, befestigen kann, indem man sie eben hier ineinander schiebt. Also kann man hier mit den Noppen bauen und eben mit diesen Riefen und Verzahnungen an der Seite. Und das Ganze ist auch nicht kompatibel zu Diamond Blocks. Das ist ganz wichtig. Das ist nochmal eine ganz eigene Steinsorte. Für die Leute, die die Teileliste interessiert, haben wir die auch nochmal hier oben. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich fange jetzt aber auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns gleich höchstwahrscheinlich mit dem fertigen Set wieder. Ich meine, es sind 400 kleine Steinchen, das ist jetzt nichts, wo man, glaube ich, einen Zwischenschritt braucht, außer es gibt was wirklich Wichtiges zu sagen oder zu zeigen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Und fertig ist der High Sneaker aus Connection Blocks und ich muss sagen, also ernsthaft, ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht. Das Bauen war dieses Mal viel, viel angenehmer als beim Minion. Und die Steine sitzen auch viel lockerer und nicht so verklemmt wie gesagt, beim Minion. Denkt aber nicht, dass es deshalb instabil ist. Also das Ding ist trotzdem stabil und man sollte das nicht unbedingt jemanden an den Kopf werfen. Das geht sicher schief. Es gab dieses Mal nur eine einzige Stelle, an der es wirklich sehr, sehr fest war. Und die war natürlich so fest, die musste den Vogel mal wieder abschießen. Keine Angst, Benny, dich meine ich natürlich nicht. Man sieht das hier sehr, sehr gut. Das ist nämlich genau die Stelle, die nicht funktioniert hatte. Und man sieht auch sehr gut an der Abnutzung der Noppen hier oben, dass ich da am Ende mit einer Zange ran musste und das war echt nicht mehr lustig. So etwas überschattet am Ende halt leider den ganzen Bau, der sonst wirklich, wie gesagt, angenehm war. Es gab an und für sich keine Fehler in der Anleitung und die Steine waren nach ca. 40 Minuten verbaut. Bei Minion hatten wir eine ähnliche Anzahl an Steinen und ich saß da über 2 Stunden. Nur so, damit ihr von der Schwierigkeit und von dem Frustlevel beim Bauen nochmal eine Vorstellung habt im Vergleich von dem Schuh zum Minion.
Ansonsten gefällt mir das Aussehen wirklich gut. Man muss natürlich die Linko-Optik mögen, dass man hier diese Riefen an der Seite hat und oben eben auch keine Fliesen existieren, sondern man alles in dieser genoppten Optik lässt. Das kann ich euch nicht abnehmen, müsst ihr wissen, ob euch das optisch gefällt oder nicht. Das Einzige, was ich optisch ein bisschen schade finde, ist, dass der Schuh hier hinten so komplett flach endet und da eben nicht die Schuhform nochmal beendet wurde. Ist jetzt im Regal nicht sonderlich tragisch, aber das ist ein bisschen Liebe, was mir da nochmal fehlt. Und warum ich diese Liebe hier erwarten kann, darüber reden wir gleich noch. Aber generell muss ich sagen, wenn euch das Ganze vom Aussehen gefällt, macht das sich wirklich gut im Regal und ereignet sich aber eben natürlich trotzdem nur für das Regal. Denkt nicht, dass es eine gute Idee ist, das zu bauen und das Ganze wieder auseinanderzubauen. Die Steine lassen sich besser verbauen, aber sind natürlich trotzdem sehr, sehr fest durch diese Verzahnungen. Und es ist einfach ein Ticken zu fest, um es ohne Teile drin auseinanderzubauen und damit Spaß zu haben. Und es gibt halt für diese Steineart bisher noch keinen Teiletrenner. Das ist wirklich ein Set, was einmal gebaut wird und dann auch so bleiben sollte. Also achtet auch beim Bauen darauf, dass ihr euch nicht verbaut, weil sonst habt ihr da mindestens den Einsatz einer Zange, um das wieder auseinanderzukriegen. Und das muss eigentlich nicht sein. Und jetzt müssen wir über den Grund reden, wo ich sage, mich stört hier hinten sowas, wo man sieht, dass da ein bisschen Liebe gefehlt hat. Und zwar über den Preis. Wir haben hier circa 400 Steine in der Größe von Diamond Blocks, beziehungsweise für die, die es eben kennen, von Linko Connection Blocks. Und diese ganzen 400 Steine, was nicht viel ist, wie gesagt, das sind kleine Steinchen, kosten als Eigenimport, also die billigste Form, etwas aus China zu bekommen, 11 Euro. Das ist die günstigste Form. Man bekommt diesen Schuh momentan nicht drunter. Und das ist ohne Diskussion zu teuer. Nein, viel zu teuer, grotesk teuer und wie Helter Stein sagen würde, lackgesoffen teuer. Wenn ihr also diesen Schuh unbedingt haben wollt und euch die 11 Euro nicht so wehtun, dann habt ihr hier ein ordentliches Set. Natürlich, wie gesagt, mit einer völlig unkompatiblen Form für alle anderen Steinarten, aber das weiß man vorher, aber ein völlig überteuertes Set. Generell kann ich es euch für diesen Preis einfach nicht empfehlen. Solltet ihr es aber mal günstiger vielleicht gebraucht irgendwo finden und bekommt es dafür um die 5 Euro, dann habt ihr auf jeden Fall Spaß. Und wenn es generell noch ein bisschen billiger werden soll und ihr bekommt es vielleicht für 6, 7 Euro neu, dann habt ihr damit auch Spaß und könnt es gerne mitnehmen. Aber für 11 Euro, nein, da ist für mich eine Grenze erreicht, wo ich sage, das ist es einfach nicht wert. Da muss man dann schon wirklich ein großer Sneaker-Fan sein und diesen Schuh jetzt von der Optik so geil finden, dass man ihn sich vielleicht irgendwo ins Regal oder vor seine Schuhsammlung stellt. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und ich wünsche euch, wenn ihr heute irgendwo unterwegs seid, ein wunderschönes Hexenfeuer, ein schönes Fest und morgen einen schönen Feiertag am 1. Mai, auch wenn er ja leider am Sonntag liegt. Habt auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.